So, zu guter Letzt möchte ich auf den Donnerstagunterricht, den wir haben, zu sprechen kommen. Wie man sieht, habe ich Freitag glücklicherweise, mal abgesehen vom Deutschsalon, der jetzt da liegt, frei, den ich dann sehr viel für Reisen auch dann möglichst nutzen will, als extra Wochenendtag. Aber vorher am Donnerstag haben wir noch diesen schönen Unterricht hier, der bis jetzt sehr angenehm ist, und eigentlich, wenn Mittwoch vorbei ist, fühlt sich die Woche dann schon wieder wie fast rum an. Deswegen bin ich auch heute am Donnerstag gut in der Lage, hier diesen langen Marathon an Videolog-Videos aufzunehmen. So, jetzt aber zum eigentlichen Inhalt. Also das Ganze nennt sich Practical Lessons, und wir machen Folgendes darin. Das hier ist der Plan, den wir genau für diesen Unterricht haben. Und nach einem kleinen Einführungsunterricht, einer Guidance sozusagen, steht hier überall, also wir haben das in zwei Zeitblöcken, wie man gesehen hat. Der erste und der zweite Zeitblock steht hier entsprechend Interview und Discussion, Interview und Discussion. Das geht hier entsprechend bis zum 28.11., also bis übernächste Woche noch. Da stellt der Letzte sein Thema vor. Was das bedeutet, sage ich gleich noch. Danach kommt dann ein bisschen Aufsätze schreiben. Dazu werden wir dann nächste Woche oder übernächste Woche hören, wie das Ganze auszusehen hat. Und dann gegen Ende hin sollen wir PowerPoint-Präsentationen machen zu selbstgewählten Themen, die allerdings hier in diesen Interview- und Discussion-Teilen vorgekommen ist. Was ist nun das Interview und Discussion? Wir als Studenten wurden beauftragt, auf eine gewisse Internetseite zu gehen und uns Nachrichten auf Japanisch rauszusuchen. Und zwar, das wurde uns auch schon mal in Leipzig in der Universität gezeigt. Und zwar gibt es hier die NHK News Web Easy. Das sind sozusagen Nachrichten auf Japanisch, aber in einem relativ einfachen Japanisch gehalten, also dass man es gut verstehen kann. Und es gibt dann auch bei dieser News Web Easy Seite, dann kann man sich sozusagen den Text, der hier drunter steht, die Nachrichten, kann man sich auch vorspielen lassen, um die Lesungen sozusagen zu hören und die Nachrichten auch zu hören. Es sind dann unbekannte Vokabeln oder schwierigere Vokabeln, sind mal entsprechend mit Furigana versehen. Die sind hier unterstrichen. Wenn man jetzt auf der Webseite im Internet draufgehen würde, würde dann auf Japanisch eine möglichst einfache Erklärung erfolgen, was denn dieses Wort bedeutet. Die blauen und roten Sachen hier sind Menschen- und Ortsnamen entsprechend. Und ja, wir sollen uns dann also aus den letzten 4 Wochen oder je nachdem, wie weit die News immer zurückreichen, auf dieser Webseite einen Text raussuchen oder ein Thema raussuchen. Es sind jeden Tag so 5 oder 6 Themen. Und da lesen wir dann im Unterricht diesen Text und sollen uns dann zu unserem gewählten Thema 3 Fragen ausdenken, die wir dann unseren Mitschülern in dem Unterricht stellen und dann über diese Fragen diskutieren. Dann sollen die Schüler untereinander sich einen Partner raussuchen, mit dem sie dann die 3 Fragen besprechen. Und danach, die letzte Viertelstunde, 20 Minuten vom Unterricht, diskutieren wir dann offen in einer Runde über die Fragen zu diesem Text, nachdem wir ihn erstmal gelesen haben, am Anfang alle zusammen und den Inhalt ein bisschen geklärt haben. Die Fragen können auch ruhig ein bisschen vom Inhalt des Textes abweichen. Am besten zeigen wir euch mal, oder zeige ich euch mal ein Beispiel. Und zwar ist das hier: Internetto no Ijime o Kekensta Kodomo wa Go Pasento, also die Kinder, die im Internet Mobbing erlebt haben, oder Erfahrungen sammeln mussten, beträgt 5%, also ein Nachrichtentext entsprechend über Internet Mobbing auf Japanisch. Wie gesagt, anfangs lesen wir dann den nach und nach durch, gehen dann um die Reihe, jeder liest einen Satz nacheinander durch. Wir klären unbekannte Vokabeln und ja, sprechen ein bisschen kurz über den Inhalt. Dann auf der Rückseite der Blätter gibt es dann Folgendes. Hier sind dann die 3 Fragen, die sich jeder Student ausgedacht hat. Wir müssen die mal eine Woche vor dem nächsten Unterricht, wenn wir dran sind, einreichen. Und ja, über diese 3 Fragen diskutieren wir dann. Dann suchen wir uns also einen unserer Mitstudenten im Raum, setzen uns ein bisschen um. Hier in dem Fall habe ich Nato-san, ein Amerikaner, der bei uns mit im C-Kurs sitzt und den Unterricht teilnimmt, entsprechend die ganzen Sachen dann befragt, also die Fragen gestellt. Dann sollen wir einmal zu Jibun, also zu uns selbst, zu uns selbst die ganzen Antworten schon mal geben, wie wir sie dem anderen dann mitteilen würden. Und dann von dem anderen sozusagen, wir sollten es eigentlich mal mit 2 ursprünglich machen, aber aus Zeitgründen machen wir das dann auch doch immer nur mit einem, um ordentlich Zeit zum Interview, zum Diskutieren zu haben. Schreiben wir das Ganze hier auf. Ja,
Wie gesagt, wenn ihr euch die Fragen mal durchlesen wollt, entsprechend zoome ich mal ein bisschen raus, dass man es komplett lesen kann, da die obere doch ein bisschen länger ist. Ja, so machen wir das also, das Ganze, das zweimal, also anderthalb Stunden ein Zeitblock, macht ein Student dann eben sein Thema hier, stellt seine Fragen und moderiert so ein bisschen dann den ganzen Unterricht. Dann kurze Pause und im zweiten Zeitblock macht das dann der andere. Deswegen immer zwei Studenten pro Woche. Ich habe das in der zweiten Woche zusammen mit Jan gemacht. Und dann in den allerletzten 10 Minuten vom zweiten Zeitblock bekommen wir so einen Zettel. Da sollen wir dann schreiben, natürlich unser Name und Datum, sollen wir dann schreiben das Thema und die beiden, die das gemacht haben, hier in dem Fall zwei Italienerinnen, sollen wir sie dann einschätzen. Also Shikaisha, der Vorsteller, was war gut, was war schlecht, und dann die Sankasha, also die Teilnehmer, was war gut, was war schlecht, also in der Diskussion, was Thema gut gewählt, hat sie gut durch die Diskussion dann nachher geleitet, jeden befragt, selbst viel eingebracht, sich gut vorbereitet, war das Thema interessant und so weiter und so fort. Sollen wir dann alles auf Japanisch hinschreiben. Den Zettel dann, also das hier geben wir dann nicht unserer Lehrerin, das ist sozusagen für uns als Notiz. Das hier allerdings geben wir dann am Ende der Lehrerin zurück und bekommen das dann die Woche drauf später. Deswegen sind hier in Rot entsprechend auch Kommentare von der Lehrerin dann vermerkt. Also es werden dann Fehler hier auch, kleinere Fehler berichtigt und eventuell auch Anmerkungen zu dem Ganzen geschrieben. Ja, das ist also ungefähr das, was wir bis jetzt gemacht haben in diesem Unterricht. Aber wie ihr gesehen habt, wir sind ja bald durch, übernächste Woche, mit den Leuten, die ein NewsWeb Easy vorstellen. Also das hier, wie gesagt, nochmal entsprechend die Seite. Ist eigentlich relativ gut zu finden. NHK NewsWeb Easy. Schaut da mal nach bei Google und dann findet ihr die Seite bestimmt auch. Ansonsten verlinke ich sie auch unten nochmal in der Videobeschreibung zu der Hauptstartseite davon. Und ja, mal sehen, wie das dann weitergeht mit den Aufsätzen und mit den PowerPoint-Präsentationen im Weiteren. Das wird sich also noch ein bisschen verändern und nicht so in dem Maße hier weitergehen mit den Sachen noch zwei Wochen. Aber danach wird sich die Practical Lesson in ihrem Inhalt verändern. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ich kann euch da dann auf einen neuen Stand bringen. Ansonsten soll es das jetzt aber wirklich von den vier Sachen, die ich habe, also von Kaiwa, Gespräch, Bumpo, Grammatik von Kanji am Mittwoch B-Class und von den Practical Lessons hier ja, gewesen sein, genügend Eindrücke hoffentlich gegeben haben, was ich hier unterrichtstechnisch an der Shinshu Daigaku so an Japanisch lerne. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ja, hoffe, es hat euch ein wenig als Insight, was ich hier derzeit so mache, gefallen und sage, wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.